Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, in der letzten Folge sind wir ja auf so einen Untotenfriedhof, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, gekommen und haben leichte Probleme gehabt. Und nur leicht. Ja. Was? Aha. Schied er rechts. Wir möchten uns hier auf jeden Fall weiter umsehen. Gut, die sind alle umgefallen. Nein, irgendeiner lebt noch. Der. Jetzt nicht mehr. Vielleicht sollte ich gegen die Feuerpfeile verwenden. Aber davon habe ich nicht so viel. Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh nein. Ich glaube nämlich, das Mistvieh verursacht diese Käfer oder was das sind. Wow. Habt ihr gesehen, wie es gezappelt hat? Ich glaube, das verträgt kein Feuer. Bleib hier. Hier ist tanzt. La 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 la. Ich werde auf jeden Fall hier weiter ballern, weil ich werde nicht so blöd sein und zu dem Vieh hingehen, dass seine Käfer oder was das sind, mich fressen. Ja, komm nur nachher. Das darf mich nur nicht erwischen. Schon wieder? Mir auch egal, ob das bereit ist zum Installieren. Ich nicht eine Brandbombe oder so. Gut, das ist weg. Ich glaube aber, da hinten war noch eins. Vielleicht kann ich das umgehen. Hier schnell hoch. Gut. Jetzt gehe ich mal da hoch. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt rauskomme. Ich glaube es. Achso, und offscreen habe ich irgendwann mal, ich glaube, das war im vorvorletzten Part oder so, als ich da hingegangen bin zu diesem Typ, der einen Käfig auf dem Rücken getragen hat, habe ich sowas hier gefunden. Feurige Edelsteine. Damit kann ich weitere Feuerwaffen kreieren. Vielleicht, falls ich irgendwann genug Stärke haben sollte und Belastung. Dieses Großschwert, dieses andere. Vielleicht verstärke ich das dann. Oh, ah. Ja, so ein bisschen umgucken schadet nicht. So ein bisschen habe ich auch durch Dark Souls gelernt. Der lässt mich in Ruhe, der auch. Was ist das da? Das ist das ein kaputter Topf? Da. Schluss. Du Sau. Ich hoffe, es hat keiner deiner Kollegen mitbekommen. Boah, meine Waffe sieht so krass und so gefährlich aus. So, ab hier jetzt wieder ein neues Gebiet. Große Tür. Ein Shiny. Oh, Fat Roll. Rostige Münze. Ich glaube, das gab es in Dark Souls 2 auch und hat irgendwie das Glück erhöht oder so. Eine alte rostige Kupfermünze. Das Zermahlen der Münze erhöht kurzzeitig das Finderglück. Diejenigen, die ihr Glück verloren haben, vertrauen auf Praktiken des Aberglaubens. In der Hoffnung, dass was ihnen einst gehörte, zurückzuerlangen. Und noch mehr. Vor allem in dieses und noch mehr. Ja, das
Frag dich auf Glück. Hier mit dem Tor. Da ist ein Shiny, da geht einer spazieren. Komm her, Feigling. Sag ich, der mit Bogen ballert. Aha. Ist mal ganz knapp. Sind die homing? Sieht fast so aus. Aber der scheint Pech zu haben, der Typ da. Komm gefälligst her. War ja klar, dass der aufsteht. Ich riskiere hier nichts. Könnte vergessen. Jetzt komm her, du Armleuchter. Hast du, als du damals am Leben warst, auch so ein Blitzmerker? So. Meine Waffe kannst du nicht standhalten. Gut, dass ich gerade in die Richtung geguckt habe, weil sonst hättest du mich böse überrascht. Schauen wir mal, ich könnte hier runter. Was ist in der Tür da hinten drin? Ich wette, die geht gar nicht auf. Eins zu früh abgebogen. Hier. Müsste ich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, nur von der anderen. Das heißt, ich muss hier runter. Aber dann kann ich nicht weiter entdecken. Ich würde, hier geht's weiter. Ach, ich kann später irgendwann mal wieder hier hinkommen. Wobei die Zombies mich dann echt nerven würden. Könntest du bitte herkommen? Komm her, sagte ich. Was ist das? Lass mich in Ruhe. Was ist das für ein Gebräu, was mich da umgibt? Macht das meine Waffen kaputt oder was macht das? Wo ist der andere hin verschwunden? Der andere ist auf einmal weg, nur weil du mich gestört hast. Toll. Oh nein. Seht ihr, was ich sehe? Oh, Mann, bist du doof. Ja, reg dich nur auf. Tschüss. Nein, seid ihr blöde. Komm, reg du dich auch auf, bitte. Ich muss immer wieder nach oben gucken, weil genau wegen dem da. Naja. Ist mal wieder einer nach unten geflogen. Was zum? Gib doch endlich auf. So. Ich weiß, mit Bogen zu arbeiten ist lame, aber ich könnte mich da runterschmeißen. Ne, der lebt noch. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ja, komm nur. Uah, fette. Wobei, da geht's nach unten. Wie viel Feuerpfeile? 11. So. So, da sitzt noch einer. Ich dachte, das wäre wieder so eine dicke Hexe.
Du lebst noch. Und da sehe ich irgendwas drauf sitzen. Ja. Da ist er. Gut, dass ich deinen Schatten gesehen habe, du kleiner Wicht. Sonst nichts mehr hier. Warum leckt es so ein bisschen? Achso, der war's. Weil ich mache das ja über Avamedia, also eigentlich soll es gar nicht laggen. Na gut, Avamedia hat heute ohnehin schon Spacken gemacht. Ja. Wer auch immer das war, er ist dreist. Und dahinter mir ist noch einer. Aber ich dachte schon, du lebst noch. Ich würde mich ja gern da runterschmeißen, aber ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Weiß nicht, ob ich da dann drin lande. Oh. Tschüss, Kollegen. Ich würde ja gerne wem anders besuchen, aber nicht mich. So, gucken. Wer hat da geschossen? Die beiden. Okay, na wartet ihr. Gnome. Ihr Wichte. Ich habe auch verfehlt, verdammt. Bam! Oh, musst du nachladen, du armer Kerl. Das ist, glaube ich, ist klüger, wenn ich ihn in den Arm schieße, nicht in den Kopf. Ach. Aha. So leicht nicht. Ich weiß, es ist ja feige, mit dem Bogen zu kämpfen, aber. Da hat noch irgendwo wer geschossen. Wo bist du? Da unten. Ich gehe kein Risiko ein, wenn ich es nicht muss. Bam! Aha! Zumindest den Bogenkampf habe ich etwas raus. Ist eine Statue, okay. So, ich habe noch mehr als genug Flakons. Ich kann noch weiter erkunden. Ich trau dir nicht, Freundchen. Dachte es mir doch. Auf dich aufzuregen. Du saust hier kein Flakon. Ja, mir gehen langsam die Pfeile aus. Ich sollte mal in Nahkampf gehen. Ja, ich denke, Mann. Hat sich da irgendwer fest? Kann ich da notfalls wieder hoch? Nein, eventuell. Doch hier. Okay, ich komme zurück, ich komme zurück. Ist nichts verloren. Wir sind das da vorne? Also wieder so kleine Teufel. Da geht's auch hart. Ein Shiny. Und nichts. Ich traue der Sache nicht. War klar. Ihr kleinen Wichte. Jetzt habe ich nicht mal genau gesehen, was da war. Ich glaube, gelbe Käferkügelchen oder so. Ist auch ein Shiny. Nach der Falle von eben. Als Talisman. Ich kann mal eins saufen. Waren das jetzt die oder waren es die roten? Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet. So, jetzt hier nach unten. Das ist nicht wirklich eine Hexe, oder? Nee, es ist nicht. Das ist so ein Dicker.
Mit einer fetten Waffe. Schon gut, schon gut. Bin ja weg, bin ja weg. Ihr Dreckigen. Oh. Du kleiner Wicht, hau ab. Der mit der Hellebardis. Hellebardis. Echt stark. Jetzt reicht's. Schluss jetzt. Ich greife ihn im falschen Moment an. So, aus die Maus. Haben die mich gerade überrascht? Sklavenaxt. Die hat mich fast überrumpelt. Ist hier nicht irgendwo eine geheime Wand? Entweder habe ich schon alle übersehen oder... Hehehe. Wovor hältst du mich, du kleiner Wicht? Glaubst du etwa, ich bin blöd? Ja, und dein Kumpel kommt jetzt auch. Ich habe ich gehackschnetzelt. Vorne steht einer, da oben ist einer. Hey Kumpel, komm mal kurz her. Oh, jetzt kommt da wieder ein Schneckentempo her. Kommt davon, wenn du dich nicht bewegst. Das Leben können oder zumindest einen ernsthaften Zweikampf. Was auch immer du da machst. Lass es stecken. Weiß nämlich nicht, was das gelbe, was das weiße Zeug macht. Da geht's nach oben. Da geht's weiter. Welcher Weg ist der richtige? Was bringt das hier? Einfach nur ein Überblick oder einfach nur ein Ort der Ruhe? Okay. Naja, bringt mir nicht so viel. Da vorne. Achso, es ist so einer. Dann mache ich jetzt kurzen Prozess mit dir. Sagte ich und auf einmal bin ich derjenige, der auf die Schnauze bekommt. Grabwächter Rock und blutroter Moosklumpen. Shit! Ja, Kamera, ich weiß. Ja, back dich da rein. Oh, er kommt nicht mehr raus. Tralalalala. So. Du Hund, das hast du verdient. So, das ist eine Bank. Achso, da unten war der Wald, in dem ich unterwegs war. Und da hinten war ich erst noch, glaube ich. Ach du Kacke! Gut. Das gefällt mir auch in Dark Souls, dass man Gebiete, die man sieht, dass man da auch wirklich hin kann. Okay, die haben mir einen Weg gezeigt, da geht's lang. Diese beiden Selbstmordattentäter. Sicher hätte ich aber gerne mal ein Leuchtfeuer. Ja, du stehst doch 100 pro auf. Da ist die Tür. Nein, eine Horde Betender. Da ist auch noch ein Abzweig. Okay, einmal saufen.
Ich mache euch jetzt alle platt. Weg mit der... Ja, der mit seiner Mega-Axt. Oh! Weg! Ja, Fat Roll, aber egal. Das wollte ich gar nicht, aber egal. Das nehme ich gerne in Kauf. Gut, ich habe keine Heilung mehr, ich habe keine Flakons mehr, ich habe eigentlich nichts mehr. Haben sie mich überrascht, allesamt. Ein Speer, geil. Blut, auch geil. Leuchtet das so komisch? Kann sein, dass dahinter ein Leuchtfeuer ist? Wer weiß. Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weitergehen wollen, weil, im Ernst, ich habe so viele Seelen. Nein, nein, das sieht nach Bosskampf aus. Oder soll ich reingehen? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ein Riese. Und überall Giftsumpf. Ich kann ihn nicht anvisieren. Okay, ich hoffe, der tut mir nichts, wenn ich dann runtergehe zu dem. Irgendwie brauche ich hier diese komischen Zweige, um die Riesen zu besänftigen oder so. Moment, wo sind die da? Ein junger Zweig. Verwende ihn um wie ein Chamäleon mit. Nee. Zweig eines weißen Borkenbaums wurde von einem Riesen überreicht. Eine klare Geste der Freundschaft. Verwandle dich in etwas. Okay. Das heißt, so kann ich Freundschaft mit den Riesen schließen. Ich hoffe auch mit dem. Sonst könnte das etwas problematisch werden. Nur wo geht's jetzt weiter? War das jetzt nur dafür da, um mir zu zeigen, ja, da ist ein Riese? Nicht wirklich, oder? Was tun, was tun, was tun? Am liebsten zurückreisen, mal null Flakons. Viele Seelen. Ich müsste mir echt mehr Lebenskraft nehmen, aber so ein bisschen Belastung wäre nicht schlecht, weil ich habe immer auch Fat Roll extrem. Na, da war ich auch schon, ne. Gehe ich jetzt da nach oben? Ja, da hinten war ich nämlich schon. Sieht zwar alles sehr interessant aus und so, und ich gehe auch auf Dächern spazieren und dergleichen. Was? Kann ich da durchglitschen? Ne, durchgucken vielmehr. Aber irgendwie, ja. Ich hoffe, ich sterbe dann, wenn dann wo, wo ich auch leicht wieder hinkomme. Okay, das war quasi nur ein eine Abzweigung, um mir zu zeigen, dass da ein Riese ist oder wie. Was ist das dann da, das da oben? Also irgendwie soll, muss ich da auch hinkommen. Das sieht aus wie ein Aufzug. Ich werde mich in dem Gebiet definitiv noch genauer umgucken. So viel steht fest.
Kann ich das jetzt öffnen? Nee, oder? Nee. Naja, ich muss schon sagen, gibt's doch bestimmt noch irgendwo ein Gebiet, wo ich mich umgucken kann. Nee, ich kill euch nicht. Sonst locke ich die anderen Leute an. Moment mal. Stimmt, jetzt bin ich wieder unten. Aber ich komme von unten nicht. Oder doch, hier. Von hier komme ich nach oben, stimmt. Komme ich vielleicht doch zurück. Nach oben hin. Ich darf auf jeden Fall nicht so ein Blutverlustmonster begegnen, sonst bin ich erledigt. Ah ja, genau, jetzt bin ich da. Da geht's wieder raus. Na gut, habe ich mich hier ein bisschen umgesehen. Aber Türen habe ich keine aufgemacht. Aber naja, so ein bisschen umgucken muss ja auch sein. Ich werde jetzt mal schauen, was ich leveln kann. So langsam aber sicher brauche ich immer mehr Seelen, um aufzusteigen. Immer mehr. Ja, die Frau ist wieder da. Bin schon Stufe 52? Okay, ich kann eine Stufe aufsteigen. Ich könnte noch mehr Belastung nehmen, aber dann habe ich immer noch eine Fat Roll, glaube ich. Kondition, Lebenskraft. Ich nehme Kondition. Auch wenn ich Fat Roll mache, Deluxe. Aber nun gut. That is what need. What need? Habe ich keine Scherbe, schade. Da fehlt mir auch eine große Titanitscherbe. Mit dir rede ich später. Da ist leider mein toter Kumpel, aber vielleicht kannst du mir ja helfen. Speak, thine honorable lord. Genau, ich habe ja. Stimmt, ich glaube, ich habe ja ein Buch gefunden. Das kann ich der blinden Frau geben, damit sie was zu lesen hat. Nachts in ihrem Bett. Hallo, Fräulein. Oh, Champion of Ash. Do you wish to hear a tale? Hm, ich dachte, ich hätte einen Foliant. Have a pleasant journey, I pray. Hatte ich nicht einen Foliant bei mir? Oder war es eine Schriftrolle? Fürstenasche. Von den Wächtern des Abgrunds. Wenn die Fürsten sich weigern, zu ihrem Thron zurückzukehren, so sollen sie als Asche zurückkehren. Moment mal. Foliant des großen Sumpfes. Ja, Foliant. Und Foliant des Grabwächters. Vielleicht kann sie das nicht lesen, vielleicht muss es dem anderen geben. Ihn hier? Oder den anderen Typen? Tickster geben, ah. Ah! Yes, here we are. It's been long indeed. With this I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer.
I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. So. Do not be gone. Wem soll es dann geben? Oh, hello. Fine work, I say. Discovering Irithyll in the Boreal Valley all in a day's work. If the tales are true, it is home to old moon-worshipping nobles and should be packed with treasure. What do you think? Shall I go and see what I can find? A fine choice. I am Greyrath the Thief. What I bring back will be worthy of that name. Ja, ob das jetzt so klug war, weiß ich nicht, aber trotzdem. Wo gibt's eine Armbrust? Ich habe keine Armbrust. Die kann ich dem Foliant auch nicht geben. Ich würde jetzt jedem durchfragen. Die auch nicht. Ich dachte, du wärst der Gepeinigte, dem ich den Foliant geben könnte, aber offensichtlich nicht. Irgendjemand muss es doch. Schattenasche hier. Ah! Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers? And so thou art in need of a soapstone, ashen one. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, das mit dem Aschefürsten, was sie da gesprochen hat. Holzpfeil nur 5, also im Ernst. Und wozu soll das jetzt gut sein? Was bringt mir... Ach, das muss ich später nochmal lesen. Ja, die sagt mir immer dasselbe. Okay, hier war doch noch irgendwo jemand. Nein. A heart thou returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Okay, was hätte ich denn? Seele eines Kristallweisen, ja. Seele eines verirrten Dämons. Felsbrockenhagel. Speit Felsbrocken aus dem Mund, okay. Schwarze Schlange von Hochfürsten Wollmir, der voll schwach war, ist flackernde schwarze Flamme am Boden tanzen. Flucht des Großholz, ne. Hochfürst Wollmir. Heiliges Schwert von Fürst Wollmir. So stark sieht das aber gar nicht aus. Gewicht 7,5, ja gut. Großschwert des Wolfsritters. Seele eines Wolfsbluts. Habe ich, aber ich kann das trotzdem nicht. Warum nicht? Achso, weil ich die Seelen nicht habe. Das Null, Pharaon Großschwert. Das da ist um einen Punkt stärker. Wiegt aber weniger.
Ist aber ein bisschen schwächer. Ultra-Großschwert. Und das hier ist nur ein Großschwert. Alles klar. Rapier des Kristallweißen. Großhacks des Dämons. Seele eines Dämons. Ja, macht Feuerschaden auf. Worts Großhammer. Ja, das kenne ich. Havels Ring. Geil, den brauche ich. Wie viel Seelen kostet der? 5000. Das Großholz? Achso, das ist ein Speer. Dämonenschlagring. Ein Schlagring, einfach so BÄM. 10 ausgeschlagen. Pontiffs linkes Auge. Von Wards aus dem Nordunter. Regeneriert TP mit Folgenangriffen. Und maximale Belastung. Das da brauche ich. Das kostet 5000 Seelen. Gut. Dann werde ich auf jeden Fall nach Ende des Parts offscreen 5000 Seelen sammeln und mir Havels Ring kaufen. Well, hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the man swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? If you fancy a proper red eye, then kill... Okay, ein Aufzugschlüssel. Danke. Oh, yet to give in, eh? Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these lords of Cinder, these supposed legends? Let's take Aldrich for one. A right and proper. Ich glaube, den Text kenne ich schon. Aufzugschlüssel. Aufzugschlüssel. Schlüssel zum Turm für den Aufzug, der in den tiefsten Kerker von Lordwick hinabfährt. Das heißt, ein überlebender Geist der Finsternis aus dem Land, das von der Dunkelheit verschluckt wurde, würde hier festgehalten. Kerker. Gut, wie gesagt, ich werde offscreen 5000 Seelen sammeln und werde mir Havels Ring kaufen. Ja, dann würde ich sagen, das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.